Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Was war gerade HLS? Das ist eigentlich so eine Droge. Oh, jetzt erstmal ein bisschen HLS, Mann. Ich habe gehört, Sie waren unten auf Eos. Haben Sie etwas Neues in meinem Fall herausgefunden? Ein feindlicher Schuss in den Rücken hat den Chief getötet. Ihr Schuss ging daneben. Was? Sie scherzen. Den Geistern sei Dank. Das ist großartig. Moment. Das Universalwerkzeug des Chiefs hat sie über die Leiche gebeugt aufgenommen. Sam, abspielen. Tut mir leid, alter Freund. Es musste sein. Ich verrecke nicht auf diesem Felsbrocken. Scheiße. Sie dachten nicht nur, sie hätten ihn getötet. Sie hatten es auch vor. Aber sie haben gerade gesagt, dass ich es nicht war. Damit ist es doch egal, oder? Das Urteil muss widerrufen werden. Die Strafe aufgehoben. Direktor Ten wird entscheiden, was zu tun ist. Sie haben versucht, alles zu vertuschen. Hören Sie, es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Aber wenn mein Schuss daneben ging, bin ich unschuldig. Ganz einfach. Wir werden sehen. Mit Ten sprechen. Wo ist denn der schon wieder? Wo ist nicht Ten? Wo ist denn der jetzt? Nee. Ist der hier oben? Na, Ten ist hier oben, oder? Ja. Och, das ist schon wieder sie. Die wird uns hier gekannt. An dieser Anderson. Haben wir denn eine Wahl? Woher zum Teufel soll... Sie haben für frischen Wind gesorgt, Pathfinder. Meine Abteilung hat jetzt tatsächlich koloniale Angelegenheiten zu verwalten. Und Sie haben neue Werkzeuge, um das Wachstum der Initiative zu unterstützen. ALP, bereit zum Ausgehen. Ich bin zuständig fürs Erkunden. Haben Sie niemand anderen, der sich um die Zahlen kümmert? Kommen Sie von Ihrem hohen Ross runter. Dadurch werden Zahlen zu Leben. Sie und Ihr Team sorgen da draußen dafür, dass Andromeda lebensfähig wird. Das stärkt uns alle. Wenn Sie eine Schwelle überschreiten, kann eine neue Kryogruppe rausgeholt werden. Sie wollen mehr Forschung? Wie in Prodromos? Ihre Entscheidung. Brekka zeigt Ihnen das Interface und kümmert sich um die Details. Sie müssen lediglich entscheiden, was Leben in Andromeda bedeuten soll. Ohne Druck. Ich hasse Sie. Hallo Pathfinder. Ich bin Kryobetriebsverwalter Wladimir Brekka, C63 Galati. Ihre vordringliche Aufgabe besteht darin, unwiderruflich über den Verlauf jedes Lebens in der Initiative zu bestimmen. Sie scherzen. Ja, natürlich. Aber jetzt haben Sie Respekt vor dem, was wir hier tun. Die Andromeda-Lebensfähigkeit und die Nexus-Grenzwerte sind Ihre Werkzeuge, Ihre Belohnung und unsere Zukunft. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie messen Sie Grenzwerte? Sie basieren auf Ressourcenschätzungen und der allgemeinen Stabilität. Eine Metrik für akzeptablen Handlungsspielraum und vertretbares Risiko. Je mehr Sie erreichen, desto größer unsere Unterbringungskapazität und desto mehr kann die Initiative für Sie tun. Oder ganz simpel... Je mehr sie tun, desto mehr Raum haben wir zum Wachsen. Okay. Was kommt zuerst? Okay, Brekka. Womit fange ich an? Das Interface ist aktiv und reagiert nur auf einen Pathfinder. Es ist bereit für Ihre erste Auswahl. Sie können beginnen, die Initiative nach Ihren Wünschen zu formen. Da willst du mich verarschen. Die
Ich hab einen Wissenschaftler da unten. Gut. An die Wartungscrews, bitte melden Sie sich im öffentlichen Bereich. So, wie hab ich noch was? Warte mal, was ist das denn hier? War da gerade was? Warte mal. Und zurück. Ah, hier. Jos ist ja lebensfähig zu 78%. Okay. So. Ich hatte da noch eine Aufgabe gehabt, oder? Nexus, erster Mode. So, da muss ich jetzt zu mit Ten sprechen. Wo finde ich denn den? Ist Ten hier? Ja, Ten ist hier. An die Wartungscrew. Pathfinder. Hallo, Direktor Ten erwartet Sie. Letztes Mal war das hier noch eine Abstellkammer. Ohne Pathfinder brauchten wir auch keine Pathfinder-Halle. Wir arbeiten noch am öffentlichen Bereich. Die Hydrokulturen sind teilweise fertig. Das genügt nicht. Wir sind zu wenige. Meine Leute brauchen eine Pause, Tan. Verstehe, aber erst muss unser Überleben sichergestellt sein. Entschuldigen Sie mich bitte, ich treffe mich mit unserem Pathfinder. Ah, Ryder. Addison hat mir von dem Außenposten erzählt. Sie sind die Heldin des Tages. Es ist zu früh zum Feiern. Noch haben wir keine Heimat gefunden. Nicht so bescheiden. Sie haben sämtliche Zweifler eines Besseren belehrt. Und Sie sind mein bester Freund? Eher ein Förderer, der Ihren Traum einer strahlenden Zukunft teilt. Ja, ich schätze, da sind wir uns einig. Ich wusste, Sie brauchten nur eine Chance, um sich zu beweisen. Die Entschlüsselung des Gewölbes, Alien-Terraforming, das alles hatten wir nicht erwartet, aber ein guter Pathfinder improvisiert. Und ein Brillanter zeigt seine Erfolge. Ihre Trophäen sind die ersten in der Pathfinder-Halle. Sie sind jetzt ein Sinnbild, Ryder. Etwas, woran die Leute glauben. Das war eine Teamleistung. Ohne meine Crew hätte ich das nie geschafft. Sie ist unglaublich fähig. Aber Sie führen sie an. Vorsicht, Ryder. Am Ende adoptiert er sie noch. Ah, meine Mitarbeiter. Kollegen, Sie wollen uns doch nicht etwa entmachten, oder, Tan? Vergessen Sie nicht, ich bin Direktor der Initiative. Nur kommissarisch. Jede Meinung zählt. Wir können uns kein Kompetenzgerangel leisten. Dafür steht so viel auf dem Spiel. Wir sollten zusammenarbeiten. Dasselbe sage ich schon, seit wir hier sind. Dann hoffe ich, ich kann den Pathfinder von mir überzeugen. Ich habe Bedenken wegen Eos Ryder. Ein Außenposten voller Wissenschaftler wird uns bei einem Kettenangriff nicht viel nützen. Nein, aber mehr Forschung könnte auch mehr Lebensmittel für die Nexus bedeuten. Wir könnten darüber wie immer den ganzen Tag debattieren. Aber die Entscheidung ist gefallen. Wie wollen Sie weiter vorgehen, Ryder? Wir haben eine Spur zu dem Terraforming-Netzwerk. Ich muss mit der Tempest tiefer in den Sektor vordringen, um dem nachzugehen. Wären die anderen goldenen Welten, wo sie sein sollten, könnten wir ihnen so näher kommen. Vorsicht! Die Cat durchsuchen den Cluster nach Relikt-Technologie. Rechnen Sie also mit Kämpfen. Und dann sind da noch die Exilanten. Sie sind nicht gut, auf die Nexus zu sprechen. Trotzdem brauchen wir weitere Außenposten. Sie sind entscheidend für den Ausbau der Station. Ryder könnte da draußen nach den anderen Archen suchen. Ja, der Plan ist gut. Sie haben meine Erlaubnis. Danke. Danke, Direktor. Ich erledige das. Seien Sie das Licht, das den Pfad erhellt, Pathfinder. Amen. Klar. Ryder, hier ist Harry. Ich bin wieder auf der Arche. Was gibt's? Wir haben vielleicht eine Möglichkeit gefunden, mit Ihrem Bruder zu sprechen. Kommen Sie auf die Krankenstation der Hyperion, wenn Sie Zeit haben. Mach ich. Zur Erinnerung.
Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung. Oh, stimmt ja. Ich muss mit Edisons Assistenten über die Steigerung der Lebensfähigkeit reden. Das könnte definitiv hilfreich sein. Wie kann das sein? Wir haben doch... Ryder, Ihr Start war vielversprechend. Ich habe ernst gemeint, was ich gesagt habe. Sie sind jetzt ein Symbol für die Hoffnung, dass die Dinge besser werden. Aber ich mache mir Sorgen über dieses Terraforming-Netzwerk. Was wissen wir schon wirklich darüber? Es ist anders als alles, was wir je gesehen haben. Jemand muss große Pläne mit diesem Cluster gehabt haben. Aber wer? Das wissen wir noch nicht. Aber zumindest sind wir schon mal auf seiner Spur. Haben Sie noch weitere Anliegen? Ja, habe ich. Direktor, ich habe diesen Mord untersucht. Nilken hat es nicht getan, aber es gibt Beweise, dass er es vorhatte. Ach, wie bedauerlich. Wir versuchen, den Leuten ein Gefühl von Stabilität zu vermitteln. Ihnen zu zeigen, dass sie sich auf unsere Führung verlassen können. Außerdem legen wir die Basis für ein Rechtssystem hier in Andromeda. Und nun das. Ein verurteilter Mörder, der den Mord nicht begangen hat. Gerechtigkeit ist kompliziert. Solche Dinge sind nur selten einfach schwarz und weiß. Das ist mir bewusst. Wenn wir die Beweise zurückhalten und das Urteil bestehen lassen, verbannen wir einen Mann für ein Verbrechen, das er technisch gesehen nicht begangen hat. Heben wir das Urteil auf, schenken wir einem Mann die Freiheit, der die Dinge selbst in die Hand nehmen wollte und es dann vertuscht hat. Ihre Nachforschungen haben die Angelegenheit verkompliziert. Also sollten Sie auch die Verantwortung für Ihren Ausgang tragen. Verbannen wir ihn wegen Mordes? Oh, Gottes Willen. Er wollte ihn umbringen, hat ihn aber... Na, eigentlich ist es ja ein versuchter Mord. Aber jemand anders hat ihn ja getötet. Na komm, ja. Da unten herrschte das reinste Chaos. Es ging um Leben und Tod. Aber sein Schuss hat Reynolds nicht getötet. Wir müssen ihn gehen lassen. Sie sind ein äußerst sachlicher Mensch. Ich hoffe nur, wir werden es nicht bereuen. Ach. Aber gut, damit wäre es entschieden. Er wird für seine Rolle in diesem Chaos gemeinnützige Arbeit leisten. Aber er ist ein freier Mann. Zumindest können wir diese unangenehme Angelegenheit jetzt hinter uns lassen. So, das hat sich erledigt. Was ist die hier? Die Normandie. Geil. Warte mal, das ist ja... Kolonialverwaltung. Ist das cool. Ach, das sind ja noch Erinnerungen. Finde ich schön. Gedenkstätte. Von wem denn? Bestimmt von unserem Vater. Bestimmt. So, dann wollen wir mal auf die Karte gucken. Nee, da will ich jetzt eigentlich nicht in Karte. Achso, nee, warte mal. Nicht Karte. Ja. Das haben wir erledigt. Okay. Ah ja, da muss ich jetzt so hin. Dann müssen wir mal nach oben. Pathfinder, der ALP-Aufstieg wird gemäß Ihren Anweisungen fortgesetzt. Und natürlich bleibt das Interface für etwaige künftige Anpassungen zugänglich. Protokolle und Prozesse sind was Feines. Jetzt leben wir. Ich möchte eine bestimmte Person aus dem Kälteschlaf holen. Name und Kennzeichnung, falls verfügbar. Das ist alles? Sie machen's einfach? In meiner Stellenbeschreibung steht nichts von Diskussionen mit dem Pathfinder.
Aber natürlich zeichne ich sämtliche Interaktionen auf. Falls etwas, das Sie verlangen, zu Problemen führt, ist damit eindeutig, dass Sie verantwortlich sind. Die Sache bleibt unter uns. Hier sind die Infos. Einsatz erfolgt in Kürze. Sonst noch etwas, Pathfinder? Nö, ich warte erstmal. Bis zum nächsten Mal. Pathfinder? So. An das Apex-Personal. Bitte überprüfen Sie Ihren Dienstplan. Wo finde ich denn das Ding jetzt? Warte mal, Karte. Scheint hier unten zu sein. Ah, okay. Eieiei. Leiterin Cash erinnert hiermit alle daran, dass... Dochbucht. Da immer mehr Reisende aus der Stase geweckt werden, benötigt die Initiative dringend Blut, Gewebe und DNA. Was? Mögliche Spender werden gebeten, sich an einen Arzt zu wenden. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Wie komme ich jetzt da hin? Klar, sagen Sie mir einfach welche. Nee, auch nicht. Scheint hier zu sein. Okay. Nee, warte mal eins kurz. Wir hatten da noch eine Mission. Warte mal. So. Warte mal. Ist das, was wir jetzt noch haben? Verbündete? Ja. Das wollte ich ja nochmal. Das müsste ja noch zu meinem Bruder. Ich wollte mal wissen, was mein Bruder ist. Danach haben wir nochmal, wie oft ich denn bist. Ich sag das Thema. So, dann muss ich sagen, wenn wir soweit sind. So, hier. Die Behörden warnen vor dem Verzehr einer von Habitat 7 eingeführten kirschähnlichen Frucht. Mehrere Passagiere sind weiterhin mit rätselhaften Symptomen in Quarantäne. Okay. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. So, 45 Meter. Das scheint gleich hier zu sein. Wir warten nur noch auf ein paar Wachen. Das ist nicht gut. Harry, was passiert da mit Scott? Wir haben ihn aus der Kapsel geholt. Ich will ihn keine allzu großen Hoffnungen machen, aber Sam hat ihn quasi gefunden. Was heißt das? Nun, er ist zwar immer noch im Koma, aber Sam hat es geschafft, auf sein Implantat zuzugreifen. Sie haben Kontakt! Das ist unglaublich. Geht es ihm gut? Die Werte sind stabil. Den Rest kann Ihnen Sam erläutern. Obwohl er im Koma liegt, sind Scotts mentale Prozesse aktiv. Es geht ihm also gut? Das können Sie ihn selbst fragen. Ich stelle eine Verbindung zu seinem Implantat her. Bitte. Scott? Kannst du mich hören? Bist du das, Sarah? Ich verstehe das nicht. Was ist hier los? Es gab ein Problem mit deiner Stase-Kapsel. Du liegst auf der Hyperion im Koma. Verstehst du? Oh. Und wie unterhalten wir uns dann? Sam hat sich in dein Implantat eingeklinkt. Aber dir geht's gut. Dein Zustand ist stabil. Das muss ich dir wohl glauben. Komisch. Ich kann nichts fühlen, aber ich höre dich. Geht's dir gut?
Wir verraten ihn nur nicht, komm. Das kann man, der ist noch im Koma und dann kann vielleicht irgendwas passieren und nee. Er ist gerade auf einer Mission. Aber ich weiß, er macht sich Sorgen um dich. Ganz bestimmt. Ich schätze eher, er hat mich längst abgeschrieben. Du spinnst doch. Zumindest kommandiert er jetzt dich rum und nicht mich. Ja. Und wie ist unser neues Zuhause? Wird Habitat 7 dem Hype gerecht? Es gab ein paar Komplikationen. Die goldenen Welten existieren nicht. Tja, das ist schlecht. Aber genau dafür haben wir doch Dad, oder? Er findet eine Heimat für uns. Na klar. Verdammt, ich sollte euch da draußen helfen. Und das wirst du auch, sobald du dich richtig ausgeschlafen hast. Irgendjemand muss Dad im Auge behalten. Ihn stört Schnee ja nicht, aber ich habe keine Lust, am Nordpol zu leben. Wir finden bestimmt auch irgendeine Wüste. Sag, Dad. Was ist los? Die Verbindung war vorübergehend. Sein Zustand ist stabil. Tut mir leid. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Versprochen. Danke, Harry. Gut, dann haben wir das Ural erledigt. So. Verschwindende Arche. Warte mal, wo müsste ich denn da eigentlich hin? Warte mal, was ist denn die hier? Unbekannt. Warte mal, unbekannt? Ist er hier, wa? Na? 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 Hallo? Warte mal. Na? Kann ich nicht anquatschen. Meine Güte, was ist denn hier los? Hat schon mal mit mir. Jetzt. Hey, Pathfinder. Heute war kein guter Tag. Warum nicht? Eine große Lieferung medizinischer Vorräte für Prodromos wurde von diesen verdammten Exilanten abgefangen. Späher haben bestätigt, dass sie die Vorräte unter ihren eigenen Außenposten aufgeteilt haben. Ich kümmere mich darum. Ich werde mich darum bemühen, sie zurückzuholen. Das wäre großartig. Danke. Sollten Ihnen diese Arschlöcher begegnen, können Sie alles wieder in Ordnung bringen. Okay. Na, Razzia. So, Karte. Lock. Nee. Das ist jetzt die Zukunft des Erwachens. So, wo ist jetzt eigentlich unsere Hauptmission? Ah, okay, das ist das. Okay. Nehmen wir erstmal unser Logbuch. Schon wieder zurück. Ein Lock. Und dann machen wir. Die Völker der Initiative konnten sich bislang nicht auf einen einheitlichen Lehrplan für alle Kinder einigen. Insbesondere die Asari beharren auf ihren Forderungen. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Gut. Es ist denn hier wieder mal so wie ein frischer Wind. Es lebt die Station nicht, denke ich. So. Yep.
Pathfinder. Drag möchte Sie sehen. Wer möchte mich sehen? Wo finde ich den? Wie komme ich denn da runter? Achso, okay. Lima. Lexi. Wer möchte mich sehen? Nochmal. Cora. Kannst du es nochmal sagen? Scans der Geißel. Wie sich all diese dunkle Energie windet und gegen sich selbst wendet. Es ist atemberaubend. Sie ist gefährlich. Das ist alles, was ich sehe. Eine Masse zerstörerischer, bösartiger Tentakel. Ich kann die Farben einer Korallenschlange bewundern und mir gleichzeitig bewusst sein, dass ich mich von ihr fernhalten sollte. Helios ist unglaublich, nicht wahr? Und damit meine ich nicht nur Konstrukte wie die Geißel oder die Reliktgewölbe. Ich meine alles. Es ist so fremdartig. Eine beständige Erinnerung an die göttliche Intelligenz hinter der gesamten Schöpfung. Sie reden von einem Gott? Ja, ich glaube an eine höhere Macht. Ich weiß, es klingt vielleicht ein wenig seltsam. Aber ich bin Wissenschaftlerin, weil mich die Wissenschaft an etwas näher heranbringt, das größer ist als ich. Ja, es hat schon was, sich etwas derart Erstaunlichem gegenüberzusehen, dass man einfach glauben will. Wow. Es ist schön, jemanden zu begegnen, der es versteht. Ich musste mich schon so oft rechtfertigen. Als würde mein Glaube an das Göttliche meine Arbeit als Wissenschaftlerin in Frage stellen. Als könnte das Sakrale durch die Suche nach der Wahrheit herabgewürdigt werden. Sie müssen sich nicht rechtfertigen. Ich stelle Ihre Fähigkeiten nicht in Frage. Sie müssen sich mir gegenüber niemals rechtfertigen. Danke. Ich weiß wirklich zu schätzen, dass Sie das sagen. Jetzt sollte ich aber besser mal den Rest des Teams über meine aktuellsten Berichte informieren. Unterhalten wir uns später weiter? Ja, können wir machen. So. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier eine Aufnahmepause. Und sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend und bis dahin, ciao.